Hallo und willkommen zu einem neuen Video von Mammut Offroad. Mein Name ist Matthias Hoffmann und in diesem Video schauen wir uns einen Ladeflächenträger für den neuen Ford Ranger mal ein bisschen genauer an. Und ja, viel Spaß beim Zuschauen. Schauen wir uns den Träger mal ein bisschen genauer an. Also allererstes, zu welchem Ranger das er überhaupt passt oder auf welchen Ranger das er passt. Er passt auf alle Ranger vom neuen Modell mit Ladeflächenrollo ab Werk. Das heißt, dieser Ladeflächenrollo ist ab Werk montiert. Und der Ladeflächenrollo hat an der Seite hier so eine Nutschiene. Ich weiß nicht, wie man das nennt, so eine Nutschiene. Und dieser Träger wird hier in die Nut befestigt. Ne, mit Schrauben wird das hier sozusagen angeschraubt. Und ohne diese Nutschiene würde der Träger ja gar nicht angeschraubt werden können. Das heißt, Voraussetzung für die Montage des Trägers ist das Rollo. Und ja, der Vorteil ist, dass das natürlich alles wunderbar passt, weil der Hersteller das so genau gemacht hat, dass es über diesen Rollo passt. Und das ist eigentlich ganz nett. Jo. Also, ich hoffe, das erkennt man in der Kamera ein bisschen. Er ist ziemlich platzsparend, wie man das hier so sieht. Und sitzt genau über dem Laderaumrollo. Was natürlich mega praktisch ist, wenn man so einen Laderaumrollo hat und darüber einen Träger montieren möchte. Jo. Also mal kurz zur Konstruktion. Es ist eine Stahlkonstruktion, eine pulverbeschichtete Stahlkonstruktion und sehr stabil. Eine Gewichtsangabe vom Hersteller gibt es nicht. Das liegt daran, dass der Träger ja problemlos seine 300 Kilo aushalten könnte, wenn man ihn flächig belädt. Ne? Also 300 Kilo wären da überhaupt kein Problem. Das Problem ist aber das Laderaumrollo, weil der Träger ja auf dem Rollo sitzt. Und das Rollo hat irgendwann eine Beladungsgrenze. Also das muss jeder selber entscheiden, wie viel Kilo er seinem Rollo zumutet. Aber 300 Kilo wären definitiv zu viel. Ne? Und deswegen gibt es da vom Hersteller keine Gewichtsangabe, was maximal beladen werden kann. Ne? Wegen diesem Rollo eben. Ja, ansonsten ist es so gemacht, dass wir hier Bohrungen haben in gewissen Abständen. Und dann kann man hier so Halterungen, ne, gibt es hier so Schrauben mit so Zurrösen, die kann man in jede Richtung sozusagen anschrauben, je nachdem wie man es braucht. Ne, nach oben, nach unten hier zu sehen, rechts oder links. Dann gibt es auch zwei so Handschrauben mit, falls man da welche spontan versetzen will. Und ja, so sieht es aus. Ich hoffe, das erkennt man im Video, aber wir haben hier im gleichen Abstand noch Bohrungen. Das heißt, wir haben sechs Längsstreben oder Längsstangen, ne, sechs Stück insgesamt, die wir versetzen können. Das heißt, wir können diese Stange eins nach links setzen und die nächste Stange eins nach links und diese Stange eins nach rechts und so nach rechts, sodass wir im Prinzip entweder hier das so alles gleichmäßig verteilen können oder drei Stangen nach rechts und drei Stangen nach links, je nachdem, wie man es möchte. Man kann sie auch weglassen, ne? Also man kann auch die einzelnen Stangen rausschrauben und nur fünf verwenden. Das ist kein Problem, das kann man machen, wie man möchte. Und vielleicht ist es wichtig, aber hier der Abstand ist auch ziemlich dicht an der Heckscheibe. Ich schätze mal so 10, 15 cm sind das. Und ja, dann schauen wir hier nochmal das an. Mit der Heckklappe. Schließt auch schön bündig ab. Der Hersteller ist McVain und der offizielle Name von dem Teil ist Cargo Rack. Das ist die offizielle Bezeichnung. Cargo Rack Rollo, weil er am Rollo befestigt wird. Es gibt denselben Träger nochmal mit Befestigung an der Reling. Da einfach mal auf unsere Internetseite gucken. Da findet man den dann, falls man keinen Ladeflächenrollo hat, aber dennoch diesen Träger haben möchte. Und ja, vielleicht auch noch zu erwähnen, die Schrauben sind Edelstahlschrauben. Und was mir bei dem Hersteller ganz gut gefällt, die haben keine Plastikkappen oder sowas. Man kennt das ja hier an der Seite, das ist ein Profil, das wird abgeschnitten, dann wird eine Plastikkappe draufgeklebt, draufgesetzt und das war's. Und die Dinger fliegen irgendwann wieder runter und es ist hier nicht so. Das heißt, es ist alles komplett verschweißt und somit gibt es keine Plastikkappen, die da abfallen könnten. Und es ist pulverbeschichtet, schwarz-matt pulverbeschichtet. Das ist so eine raue Pulverbeschichtung und wie gesagt, schon sehr stabil gemacht. Na, da kann man nicht meckern.
Ich hoffe, man konnte einen kleinen Eindruck von dem Träger gewinnen. Ist ja ganz nett, nicht immer nur Bilder im Internet zu haben, sondern mal ein kurzes Video, dann sieht man die Produkte einfach immer ein bisschen besser. Und ja, zu bestellen gibt es den bei uns im Onlineshop. Der Link ist unter diesem Video, einfach draufklicken, dann kann man ihn bestellen. Und was vielleicht noch erwähnenswert ist, diese Quer- und Längsstangen gibt es einzeln. Das heißt, wir können die nachbestellen. Sollte da mal eine kaputt gehen oder irgendwas sein damit, können wir jede einzelne Stange, jedes einzelne Teil extra nachbestellen. Und auch ganz wichtig, falls mal irgendwas sein sollte, dass man ihn wieder instand setzen kann. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen auf jeden Fall und bis zum nächsten Video. Servus!